So, da wären wir wieder und wir wollten uns in dieser Folge die Katakomben angucken. Die wären da. Tupa, 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 tupa. Und hier gab es jede Menge Legionäre. Gucken, ob wir noch einigermaßen tanzen können. Ja, der hier macht uns immer Platz, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt hat er uns gleich richtig Platz gemacht. Und so im Nachhinein hätte ich vielleicht vorher schlafen sollen. Aber Wahnsinn, wie schnell die Gegner sterben. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also ja, wir haben ja schon ziemlich viele Punkte in Exte investiert. Und das Buch hat auch ganz gut geholfen. Aber trotzdem, ich bin positiv überrascht. Zack. Au. Das hätte nicht sein müssen. Und wir können jetzt auch nicht wirklich weglaufen. Also ja, wir können weglaufen, aber die Gegner laufen uns da hinterher und toben sich im Nexus aus, bei diesem zentralen Bereich, wo die vier Teleporter sind. Und das will ich nicht unbedingt. So. Okay, das Gröbste haben wir gesichert. Gehen wir kurz durch. Da wollen wir nicht lang. Wir wollen mit dem Rücken zum Ausgang. Oder noch besser, wir machen einfach die Tür zu. So, jetzt können wir hier in Ruhe schlafen. Dann gucken wir gleich, ob hinter der Tür inzwischen überall Skelette sind. Und wenn nicht, springen wir einfach wieder in die Katakomben rein. Und kommt mir das nur so vor, hat er langsam recht viele Lebenspunkte. Früher ging es im Schlafen ein bisschen schneller. Aber na gut. Fertig. So, Katakomben. Und was habe ich gesagt? Schon sind die Jungs hier eingefallen. Chop. Oh, da war ein Chop. Also gibt es doch noch Chop und Cleave-Attacken. Ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, eigentlich alles, was wir jetzt bräuchten, wäre ein bisschen mehr Energie. Aber ich werde trotzdem keine Punkte in Spellcraft setzen. Nicht wegen sowas. Nicht Trails of Thought. Wir wollen in die Katakomben. So, hier haben wir überall Pfeile rumliegen, die interessieren uns aber nicht. Die Druckplatte haben wir mal entlöst. Hier waren jetzt, glaube ich, irgendwo noch zwei. Oh. Noch zwei Druckplatten, wo wir auch irgendeinen Gegenstand runternehmen mussten. Und dann kommen wir erst weiter. So, der hier war auch noch drei Schlägen tot. Sehr schön. Ich höre auch keine Schritte. Also gönnen wir mal kurz so ein kleines Nickerchen hier. Da hat man auch gerade sehr schön gesehen, die drei Fallgruben. Je nachdem, wie viele Druckplatten wir halt entlöst haben, gehen die Fallgruben dazu. Ha, dabei fällt mir ein, vielleicht sollten wir erstmal gucken, was da unten ist. Bevor wir die einfach so zumachen, denn ja, hier unten ist anscheinend ein Secret. Armbrustbolzen, ein Heilkraut, sehr schön und... Gegner. Okay, nicht nur Gegner, sondern auch eine Verbindung zu diesem Hauptraum, zu dem wir ja schon mal einen Gang aufgemacht haben. Also das Ding hier. Und hier ist der Plattenpanzer. Das heißt, wir müssten da irgendwo runterspringen. Das hatten wir auch schon eingezeichnet. Sollten wir unbedingt gleich, wenn wir wieder hier in den Katakomben sind, darauf achten, ob es da einen Weg hin gibt. So. Sind wieder hier. Wir wollen aber nicht hier hin, wir wollen dahin. Und dann wollen wir links rum und rechts an der Wand lang und hier irgendwo runterspringen. Wäre echt super. Das ist der Fallgrube Nummer 2. Und das sieht doch ein wenig verdächtig aus. So eine Sackgasse. Am Licht aus. Licht aus war einfach nicht das und das, sondern das und das. Richtig? Richtig. Aber hier scheint nichts durch. Schade. Es war ja ein netter Trick mit der Dunkelheit, dass wenn dahinter ein Bereich wäre, dass das Licht denn so unten durchscheint. Aber kein Glück. Na gut. Licht wieder an. Was haben wir da? Ach, das war wieder so ein
netter Trick von den Entwicklern. Die haben ja öfters das so gehabt, dass man mitdenkt, was sie denken. Also, ich drücke jetzt hier den Hebel. Dann denkt der Spieler, ja, ist doch vollkommen offensichtlich, wenn wir den Hebel hier drücken, geht die Tür da auf und die Legionäre greifen uns an. Aber, da die Entwickler mitdenken, was wir denken würden, passiert dann noch was anderes. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, irgendwo ging eine Wand auf. Oder ich rede Schwachsinn. Eins von beiden. Ah, nee, da kommt anscheinend nichts mehr. Ich hätte schwören können, das wäre hier so gewesen. Aber na gut. Ach, keine Energie mehr. Ist nicht gut. Dumm. Es kann sich nur um Stunden handeln. Wie war nochmal der Mana-Trank? Obwohl, das sollten wir jetzt nicht verschwenden, nur weil ich ungeduldig werde. Aber allgemein sollten wir uns angewöhnen, ein, zwei davon auch dabei zu haben. Gerade für solche Fälle. Beziehungsweise schlimmere Fälle als diese, wo wir nämlich wirklich sterben könnten oder andere Ressourcen verschwenden würden. So, was haben wir hier? Noch ein Gegner. 9 Schaden, das ist echt lächerlich. Ah, schon besser, 45. Ich will keinen Heiltrank. Ach, Mist. Na komm. Ich will nicht noch einen Heiltrank verschwenden, nur weil es ein einziger Legionär ist. Habt ihr gerade den kritischen 0 Schaden gesehen? Ein guter Treffer noch und ich muss den Trank trinken. Ach, na also. Mann. Ein Vierertrupp, kein Problem. Ein Einzelner bringt uns fast um. Und hier haben wir ein Bone-Amulett, wovon wir schon eins haben. Und laut Kommentaren brauchen wir nur eins davon. Schauen wir mal gleich mal. Wo sind wir überhaupt? Wir sind da unten. Das heißt, die Druckplatte ist jetzt auch entlöst. Weil wir die Legionäre umgebracht haben, die drauf gestanden haben. Das heißt, die hier müssten jetzt alle zu sein. Alle Gegner tot. Das heißt, wir können hier in Ruhe schlafen. Ja, das mit den Ressourcen ist langsam echt ärgerlich. Also, dass ich eigentlich nie Kräuter über habe, in Anführungszeichen. Vor allem Heilkräuter. Da müssen wir echt drauf achten. Denn noch ist das Spiel ja eigentlich recht machbar. Später, mit den Mönchen zum Beispiel, könnte das echt haarig werden, ohne ein paar Heiltränke in der Tasche. So, zack, zack. Njam, njam. Und rüber da. Keine Schalter, nö. Und Schriftrolle Nummer 4, richtig? Ja. Wir sind jetzt schon quasi durch mit dem Level. Wir müssen nur noch in die richtigen Nischen stecken und den Angriff überleben. Den da hatten wir schon gedrückt. Ansonsten hier nirgendwo Schalter, ne? Nö. Na gut. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ja, wahrscheinlich. Denn genau da können wir runterspringen. Um da zu landen. Ja, komm. Wow. Doofe Krexe. Ich wollte gerade sagen, ja komm, da schauen wir uns noch ein bisschen um. Und suchen irgendwelche Geheimgänge. Dann kommt das Biest einfach so ins Gesicht gesprungen. Also, Licht nochmal aus. Licht aus. Ich hoffe, wir können auch ein bisschen was sehen. Da schimmert's, aber das ist kein Geheimgang. Hier ist eine Druckplatte, aber die macht nur die eine Fallgrube zu. Und nee, hier ist nichts. Hier hinter müsste das sein. Auch keine Schalter. Nö. Es gibt zwar keine Geheimwände, aber trotzdem. So. Ja, hier runter springen bin. Obwohl. Also wenn wir da runterspringen, landen wir da.
Ja, wir landen einfach nur hier unten. Ne, das bringt gar nichts. Schade. Also, falls euch da irgendwas einfällt, wie wir in den Bereich kommen oder allgemein, wie wir zu den Plattenpanzer kommen, dann schreibt das bitte in den Kommentaren. So, und wir bereiten uns jetzt auf einen schmerzhaften, qualvollen Tod vor. Am Heiltränke haben wir keine mehr. Wir können die Giftdolche benutzen. Oder die Feuerbomben zuerst. Also ja, ich bereite mich jetzt darauf vor, die Schriftrollen hier in die Nischen zu tun. Dann kommt eine Erschütterung und aus den ganzen Seitenbereichen kommen diese kleinen grünen Krabbeldinger. Und zwar viele kleine grüne Krabbeldinger. Das heißt, ich verbarrikadiere mich hier hin, wenn das Tor nicht zugeht. Was ich aber irgendwie nicht glaube, weil hier noch ein Griff ist. Und wenn das Tor doch zugeht, dann halt hier. Ah, Moment mal, bevor wir uns hier verbarrikadieren können, sollten wir erstmal gucken, was hier überhaupt noch alles ist. Ein Zahnradschlüssel. ja, den benutzen wir hier gleich mal. T13A. Wenn da kein Secret hinter ist, also wo es wirklich Bling macht und da Secret steht, dann will ich da auch nicht unbedingt rein. Ah, es hat Bling gemacht. Chitinhosen. Plus 9. Ja, sehr schön. Und ein Secret mehr auf unserer Liste. Fehlt noch Brust und Schuhe. Aber das Chitin-Set will ich eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich viel lieber das Lurker-Set, denn damit kann man ja auch Feuerbällen und dergleichen ausweichen. Aber gut, ich lenke ab. Ich will nur nicht gegen die kleinen Viecher kämpfen. So, was steht hier? Crimes forgotten. But still dreaming. Dann kann das ja nur noch hier sein. Und falsch. Okay, ich habe irgendwo was verdreht. Put to sleep. Also schlafen gelegt. In die Tiefen ohne Grenzen. Ah ne, ewig eingefangen in den Tiefen ohne Grenzen. Und schlafen gelegt. Ich habe alles falsch gemacht. Hm? Crimes forgotten. But never forgiven. Das klingt schon besser. Ewig eingesperrt. In die Tiefen ohne Grenzen. Das klingt gut. Put to sleep. Ah. Da kommen die kleinen Krabbelviecher. Ah, kommt her. Ach, das sind sogar einzeln. Das ist sehr gut. Naja. Dann ist das absolut kein Problem. Es ist noch ein bisschen lächerlich. Wir werden jetzt einfach ein, zwei davon umbringen. Tür zumachen, schlafen. Ein, zwei davon umbringen. Tür zumachen, schlafen und so weiter. Wow. Das geht doch ein bisschen zu schnell. Also ja, ein bisschen lächerlich ist es schon, dass man einfach so cheaten können. Aber na gut. Ich habe zugesehen, wie dieser Dungeon gebaut wurde. Aber sie haben es weggenommen von den Leuten und verdreht. Sie haben ihn gefüllt mit Fallen und Rätseln. Dies ist nicht, wofür dieser Platz gedacht war. Also im Rückblick, das ist ja der Würfel, der uns zu uns spricht. Das heißt... Ups. Das heißt, wofür war dieser Platz eigentlich gedacht? Er war doch gedacht als Gefängnis für ihn. Das ist komisch. Na gut. Egal, Schlafzeit ist um. Wir töten jetzt wieder ein, zwei Krabbeldinger. Das war Nummer 1. Na komm, den zweiten wollen wir auch noch haben. Da kam nämlich gerade ein Doppelpack an. So. Also, die Mönche haben den Würfel eingefangen und haben ihn hierher verbannt. Aber wenn es wirklich ein Gefängnis ist, warum haben sie denn so einen leichten Zugang gemacht und nicht einfach alles zugemauert? Das heißt, es war wohl vorher irgendwas anderes.
und wurde dann einfach als Gefängnis umfunktioniert. Na gut, erstmal wieder ein, zwei töten, danach kann ich weiter philosophieren. Zack. So, ein Doppelpack. Oh, das geht gut in Schaden. Jupp, da muss ich höllisch aufpassen. Aber gut. Also ja, es war irgendwas anderes, wurde dann zum Gefängnis für ihn umfunktioniert. Und vorher könnte es gewesen sein, einfach so eine Art Tempel. Also jedenfalls die unteren Bereiche ja auf jeden Fall von den Mönchen. Und das hier drüber waren einfach nur, was? Vorsichtsmaßnahmen? Na gut. Ja, bevor wir wieder ein paar davon umbringen, speichern wir es nochmal ab, machen kurz einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.